Ich weiß Du auch nicht. gehst, Moment, Moment. Du gehst mit meinem Ex ins Bett, der zufällig immer noch mein Geschäftspartner ist. Und dann fällt dir nichts Besseres ein, als mir das unterzujubeln und dich dann noch dafür zu entschuldigen. Efi, das geht gar nicht. Schön für dich. Ist auch viel einfacher, als du jetzt wahrscheinlich denkst. Ich meine, eine Beziehung oder heiraten oder so, das kommt für mich gar nicht in Frage. Oder dass du dich drum kümmern musst. Du brauchst auch den Ausgang der Schwangerschaft nicht abwarten. Ich meine, Befruchtung, das wäre dann auch schon alles. Ich? Du willst mich. Doch, doch. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ja, nicht zu danken. Ja, warum gerade ich? Ich meine, wie oft sind wir uns begegnet? Ja, aber das ist doch der springende Punkt. Lecken. Das Arschloch, nicht die Pussy.